Hallöchen, meine lieben Balkongärtner. Ja, es geht wieder um meine Tomaten. Und ich habe jetzt vor, hier meine 6 Tomatenkübeln auf verschiedene Arten zu düngen. Es ist wirklich Zeit jetzt, denn der Mond ist immer noch beim Abnehmen, aber bald nicht mehr. Deshalb müssen wir uns beeilen mit dem Düngen. Heute haben wir den 7. Juni. Und ich habe jetzt für diese erste Pflanze hier mich entschieden, einen speziellen Tomatendünger zu verwenden. Bei meinen 6 Tomatenkübeln habe ich ganz am Anfang einmal nur etwas Flüssigdünger verwendet. Und jetzt werden wir schauen mit verschiedenen Düngern, wie sich das Wachstum auswirkt. Was gut klappt und was schlecht klappt. Und ja, hier habe ich mir so einen Dünger geholt, extra für Tomaten. Die Marke werde ich jetzt hier nicht im Video zeigen. Das wäre ja Werbung. Das könnt ihr alles auf meinem Blog nachlesen oder auch unter dem Video verlinke ich nochmal die einzelnen Düngersorten. Das ist so ein Granulat. Das besteht aus allen möglichen Resten von, ja, ich möchte es gar nicht sagen, tierische Abfälle sind da auch drin. Also ein wirklich ausgewogener Dünger. Da werde ich jetzt einfach mal so einen Esslöffel von hier reinstreuen, um die Pflanze herum. Diesen Dünger sollte man auch relativ sparsam verwenden. Beim Umpflanzen ca. 50 Gramm von dem Granulat. Das entspricht ungefähr 4 Esslöffeln. Und ja, dann circa Ende Juni, Juli sollte man dann nochmal circa 2 Esslöffel nachdüngen. Okay, die ersten 50 Gramm, ich denke mal, die habe ich schon mit meinem Flüssigdünger erledigt. Daher werde ich jetzt ungefähr 2 Esslöffel nachdüngen. Das müsste dann eigentlich bis zum Ende reichen. So. Jetzt werde ich das mit Erde bedecken, damit sich das auch alles schön in die Erde, damit sich das alles schön mit der Erde vermischt. Denn ohne zu düngen geht es natürlich nicht bei diesen Topfpflanzen. Und die drücken wir jetzt einfach mal relativ fest an die Erde. Die wird dann eh nochmal runtersacken. Und dann beim Gießen werden die Nährstoffe auch weiter hinunter zu dem Wurzelballen der Pflanze gebracht. So, das ist jetzt mal die erste Pflanze. Die werden wir natürlich auch beschriften. Ja, die Pflanze werden wir auch beschriften, natürlich, damit wir danach wissen, welchen Dünger wir verwendet haben. Da habe ich solche Plastikstreifen. Der kommt jetzt hier rein. Und dann wissen wir immer, welcher Dünger hier drinnen ist. Ja, da will ich jetzt gar nicht mehr viel machen. Einfach drüber gießen und ja, die Tomate wachsen lassen. Ja, und wir gehen auch schon zur nächsten Pflanze über. Diese hier und diese hier werde ich jetzt mit Schafwollpellets düngen. Das funktioniert ganz genau wie vorhin. Ich nehme einfach eine Hand voll und sehe hier dieses Schafwollkorn aus. Diese Pellets, die haben einen sehr heimischen Geruch. Da kommt jetzt auch wieder Erde drauf. So. Ja, das Thema Düngen wird ja auch meistens etwas überbewertet. Als ich neulich vor dem Regal mit den ganzen verschiedenen Düngern gestanden bin im Gartenmarkt, da kann man wirklich, wirklich aus einer Vielzahl an Düngern
auswählen und dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, was ist jetzt der richtige Dünger und was der falsche. Ich denke mal, die eignen sich alle sehr gut. Bei richtiger Anwendung natürlich. Aber das A und O wäre natürlich eine Komposterde. Das hatte ich schon im anderen Video erwähnt. Und so eine Komposterde werde ich mir auch im Winter ansetzen, sozusagen, damit ich ein optimales Substrat für nächstes Jahr für meine Tomaten habe. Aber das erst in ein paar Monaten. So, jetzt habe ich hier ordentlich mit Erde aufgefüllt. Hier drücken wir natürlich auch wieder an. So. Und jetzt wird fleißig gegossen morgen früh. So, das waren jetzt die ersten drei Pflanzen. Dann habe ich hier drüben ja noch welche. Da habe ich mir gedacht, diese hier werde ich nur mit Flüssigdünger behandeln. Also dem allgemeinen Obst- und Gemüsedünger, den ich gekauft habe von Blablabla. Könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen. Aber ich werde diese Pflanzen jetzt auch noch mit Erde auffüllen. Das war's dann auch schon von meinem Tomatendüngevideo. Und seid dabei bei dem Ergebnis. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Balkonien. Ciao.